Also ihr kriegt Hirnfutter. Ihr kriegt Hirnfutter, dann beantworte ich eure Fragen. Und natürlich, wenn es passt, werde ich immer wieder praktische Übungen einstreuen. So, mal, was ich da vorbereitet habe. Also es geht um die Frage, ist es sinnvoll, den Kopf öfters auszuschalten und den Bauch öfters an? Das ist die Frage beim Webinar zur Intuition. Ihr wisst vielleicht, die Open Mind Akademie und ich, Anna Heinze, wir beschäftigen uns intensiv mit den Fähigkeiten von Menschen, die besonders feine sinnliche Wahrnehmungen haben, auch den sechsten, siebten Sinn. Man kann das auch die Intuition nennen. Das ist eine Facette der Hochsensitivität, eine stark ausgeprägte Wahrnehmung über die fünf körperlichen Sinne hinaus. Das heißt, wir haben dann ein Gefühl, manche haben aber auch das Gefühl, sie hören wie etwas wie andere Gedanken, sie haben eine ganz klare innere Weisheit, sie haben das Gefühl, da ist eine Instanz in mir, die genau weiß, was richtig ist. Und das ist etwas, was dann natürlich dazu beiträgt, dass wir richtig gute, gesunde, klare Entscheidungen treffen. Die Intuition ist der Weltmeister als Unterstützer bei Entscheidungen, egal welcher Art. Und wenn wir lernen, unsere eigene Art des Ausdrucks in der Intuition zu verstehen und zu hören, wie drückt die sich bei mir aus? Ist es ein Gedanke? Ist es ein Gefühl? Ist es eine Ahnung? Ist es wie eine Stimme? Sind es Bilder? Es gibt auch Menschen, die das in Bildern wahrnehmen. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Das habe ich schon erzählt. Fragt euch mal selbst, wie ihr es für euch definiert, eure Intuition. Es ist immer ganz hilfreich, wenn man mal eine klare Definition für sich selbst geschaffen hat. Meine Liebste ist, die Intuition ist Intelligenz auf überhöhter Geschwindigkeit. Finde ich ganz toll. Intuition ist Intelligenz in überhöhter Geschwindigkeit. Also richtig zack, zack. Ja. Und das ist etwas auch wie, also man kann es auch sagen, es ist eine innere Weisheit. Es ist ja, wie so eine Stimme in einem selber, die genau weiß, was wirklich wichtig ist. Was schreibt ihr denn da so Spannendes? Ja, Moni hat schon einen Link gepostet. Ja, ich habe natürlich auf unserer Website im Blog der Open Mind Akademie gibt es ganz, ganz viele Artikel zum Thema Intuition und ihr bekommt dort auch Auszüge aus meinem Buch. Das Buch heißt auch Kopf an, Bauch aus, wie man die Intuition stärken und veredeln kann. Das ist also eine Schule der Intuition. Da sind ungefähr also 30, auf jeden Fall über 30 Übungen drin, wie wir die Intuition wirklich verbessern können. Also wie das Trainingsprogramm, das Fitnessprogramm für deine Intuition. Ich möchte euch auch einige dieser Übungen vorstellen. Aber natürlich, wenn ihr es vertiefen wollt, dann findet ihr noch mehr auf dem Blog. Hier gibt es eine einfache Beschreibung. Das ist das Wissen oder Erkenntnis ohne Zuhilfenahme von Schlussfolgerungen und Verstand. Ja, der Verstand ist bei der Intuition wirklich still. Der hat nichts zu melden. Es ist angeborenes oder instinktives Wissen. Es ist eine Vertrautheit, ein schnelles und schlagartiges Auffassungsvermögen. Ich möchte das an der Stelle auch gerne noch ergänzen. Die Intuition ist auch etwas, was uns immer zu Entscheidungen bringt. Also wie zum Beispiel haben wollen, nicht haben wollen, sympathisch, unsympathisch, mehr davon, weniger davon. Das ist also ganz klare Sprache der Intuition. Es gibt auch Menschen, die haben so eine so stark ausgeprägte Intuition, dass man sie fast schon Medialität nennen kann. Die spüren, wie es anderen Menschen geht. Sie ahnen Dinge voraus. Manchmal haben sie luzide Träume, dass sie also wirklich die Zukunft vorausträumen und Ereignisse träumen, die in ihrem Leben dann später eine Rolle spielen. Auch das ist eine Ausdrucksform der Intuition. Warum ist denn die Intuition so wahnsinnig toll? Warum ist sie so spannend? Warum ist sie so wichtig für uns? Das ist ganz einfach. Intuitive Menschen haben ja sehr viele Fähigkeiten und Möglichkeiten und die helfen sehr, das Leben zu erleichtern. Ihr seht hier eine Aufzählung. Ich will die gar nicht alle wiederholen. Ihr könnt sie euch später anschauen. Fragt euch einfach mal, welche der Gaben und Fähigkeiten, die zur Intuition gehören, ist bei euch stark ausgeprägt.
Zum Beispiel meine Schwester Monika, ne, die ihr euch diese wunderbaren Links reinbringt, die hat eine unfassbar gute Intuition, wenn es darum geht, sehr schnell Fehler zu erkennen und zu vermeiden. Also zum Beispiel, die hat einen Blick auf einen Text und sieht sofort, ah, ein Tippfehler. Andere Leute lesen das Ganze, sie sieht es. Und das ist wie eine starke visuelle Wahrnehmung, die ihr Hinweise gibt, wo sie etwas noch verändern kann. Auch starke, gute, offene Kommunikationsfähigkeit gehört zu den Stärken intuitiver Menschen. Auch, dass sie sehr stark selbstreflektiert sind, dass sie einen guten Bezug zu sich selber haben, dass sie viele Selbstreflexionen gemacht haben, weil wenn ein Mensch stark intuitiv ist, dann hat er das in der Regel ja nicht von heute auf morgen gehabt, sondern es ist ein Entwicklungsprozess. Es ist ein Prozess, der so ähnlich ist wie bei anderen Soft Skills, die ein Mensch hat, die zum Bereich der Persönlichkeitsentfaltung gehören, wie zum Beispiel die Fähigkeit, mit Menschen zu kommunizieren, mit Kritik umzugehen, zielorientiert zu handeln, selbstverantwortlich zu sein, ganz wichtig. Und mit einer starken Empathie für die eigenen Wahrnehmungen und Gefühle durchs Leben zu gehen und auch für die anderer Menschen. Das ist auch die intrapersonelle Intelligenz, also die in mir ist und die meine eigene Wahrnehmung schärft, wie zum Beispiel, wie reagiere ich wann, was brauche ich wann, wann habe ich die Notwendigkeit, mich zurückzuziehen, wann brauche ich Zuspruch, wie kann ich mit meinen Emotionen, wenn sie überschießen, umgehen. Auch das ist die intrapersonelle Intelligenz. Die interpersonelle Intelligenz, das ist die zwischen Menschen. Zwischenmenschliche Intelligenz, die ganz stark natürlich von Mitgefühl geprägt ist, von Empathie hineinfühlen können in andere Menschen, wie es ihnen geht, nachvollziehen können, wie ihre Lebenssituation ist. Und das ohne große Worte, sondern einfach auf der Basis dessen, was die Intuition ausdrückt. Unternehmen ist die Intuition ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir glauben immer, dass die meisten Managemententscheidungen tatsächlich aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten getroffen werden. Das ist längst überholt, das wissen wir. Auch Manager entscheiden nach Bauchgefühl. Es gibt ein wunderschönes Buch von Gerd Gigerenzer, Bauchentscheidungen. Schon eine ganze Weile alt. Das ist ein Professor der Psychologie, der hat wunderbar beschrieben, wie Unternehmen und Unternehmer bis hin zum Aktienkurs aufgrund von intuitiven Entscheidungen auf- oder abschwingen. Sehr, sehr spannend. Also wenn ihr euch mit dem Thema Intuition im Unternehmen beschäftigen möchtet, kann ich das Buch sehr empfehlen. Gerd Gigerenzer, Bauchentscheidungen. Es ist also tatsächlich eine Methode der Entscheidungsfindung, auch im Unternehmen. Manchmal ist das überhaupt nicht bewusst. Das ist natürlich toll, wenn jemand auch ein Wissen hat über seine intuitiven Fähigkeiten und spürt und hört, wenn die Intuition anklopft und sagt, hey, hör mal auf mich. Das habe ich schon gesagt, das brauchen wir eben nicht. Die intuitive Vorgehensweise ist wirklich, man sieht ganzheitlich die Themen, die im Unternehmen da sind, die komplex sind und lässt die Komplexität wirken. Das heißt, wir können dann auch Entscheidungen treffen, ohne alle Fakten zu kennen. Nur weil das große ganze Bild wird wahrgenommen. Und das kann sehr schnell sein, das kann sehr intuitiv sein, eben intuitiv sein, ohne dass wir wissen, ah, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4 und deswegen machen wir das. Ja. Intuitives Management. Da gibt es tatsächlich bei Apple, bei Walt Disney und bei Atari Hinweise auf Entscheidungen, die im Unternehmen über Intuition getroffen werden. Und das sind wirklich Unternehmen, die auch Wert darauf legen, dass die Intuition in Entscheidungen mit einbezogen wird. Man glaubt es nicht. Ganz klar, immer dann, wenn es um Menschen geht, natürlich interessiert den Fertigungsroboter nicht und das Fließband, ob da Intuition im Spiel ist. Aber natürlich ist das Wichtigste im Unternehmen sind immer die Menschen. Immer, 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 immer. Egal, was das Unternehmen macht.
Da können Fußballfelder voll Maschinen stehen, die ganz alleine laufen. Irgendeiner muss sie warten, irgendeiner muss sie pflegen, irgendeiner muss den Knopf drücken, irgendeiner muss die ganze Kette von Lieferungen oder Dienstleistungen machen. Und das sind immer Menschen, das ist nie ein Roboter oder eine Maschine oder ein Computer. Das heißt, da ist die Intuition sehr gefragt, wann setze ich welchen Mitarbeiter ein, wie setze ich ihn ein, sodass er in sein volles Potenzial kommen kann und natürlich auch, wen stelle ich überhaupt ein, wer passt zu meinem Unternehmen und zu mir. Das überspringe ich jetzt den Rest. Ich will den Fokus nicht zu sehr auf das Unternehmen legen. Hier ist erstmal ganz schön dargestellt, wie denn das mit den intuitiven Prozessen läuft. Ja, Wissen, rationales Wissen, Faktenwissen. Verstand und das ist die Spitze vom Eisberg. Das Bild zeigt es wunderbar. Das implizite Wissen, das ist der intuitive Anteil, ist das viel Größere, was unter der Oberfläche ist und gleichzeitig wirksam ist. Gleichzeitig wirksam mit dem expliziten Wissen, mit dem eindeutig kommunizierbaren Wissen. Und das ist bei allen Menschen so. Ob sie es wissen oder nicht, völlig egal. Gibt es einen schönen Versuch, über den spreche ich gleich noch. Grundlagen der Intuition, da gibt es drei Säulen, auf denen die Intuition aufbaut. Das heißt auch Mut zu Fehlentscheidungen aufgrund von Intuition, das heißt Risikobereitschaft und ein stark ausgeprägtes Selbstvertrauen zu haben. Ganz wichtig, alles das sind die Grundlagen der Intuition. Und natürlich kann man das auch als emotionale Intelligenz bezeichnen. Das ist eine andere Art der Beschreibung, aber all diese Säulen, Selbstvertrauen, Risikobereitschaft und Mut zu Fehlentscheidungen, gehört auch zur emotionalen Intelligenz. Schlimmste ist ja, wenn man sich nicht entscheidet. Das kennt ihr alles, ne? Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Da ist man im Patt und das ist nichts, wo Weiterentwicklung passiert. Hat überhaupt nichts mit dem Unternehmen zu tun, auch mit uns persönlich. Wir treffen dann nicht die richtigen Lebensentscheidungen. So, gehen wir noch ein Stückchen weiter. Die Elemente der emotionalen Intelligenz, ganz klar, erstmal muss ich mich selbst gut kennen. Ja? Ich muss eine Einschätzung haben, ich muss ein Selbstbewusstsein haben, ein hohes Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein wird jetzt nicht als Selbstvertrauen verstanden. Erstmal, es geht nur um das Bewusstsein dessen, was ich bin, wie ich bin, welche Persönlichkeitsmerkmale habe ich, welches Temperament, welche Charaktereigenschaften, welche Reaktionsmuster, gerade im emotionalen Bereich. Dann haben wir die Selbststeuerung. Das heißt, ich muss in der Lage sein, nicht hilflos meinen verstandesmäßigen Hamsterrad Argumenten ausgeliefert zu sein und auch ganz natürlich ebenso nicht meinen Emotionen. Ganz klar. Ja? Das heißt, ich kann mich kontrollieren und ich kann mich anpassen und ich bin auch ein vertrauenswürdiger Mensch. Ein weiteres Element der emotionalen Intelligenz. Und die Motivation ist natürlich klar, ich muss einen Leistungswillen haben, ich muss vorangehen wollen, ich muss mich bewegen wollen. Stillstand, movere, ne? Movere ist Bewegung, ne? Das ist ein lateinisches Wort, heißt Bewegung. Und das ist Motivation für alles das, was ich im Leben tue. Welche Partnerschaften ich eingehe, welche familiären Entscheidungen ich mache, bis hin zu, welche Sportarten wähle ich oder welche Hobbys, welche Freunde in meinem Leben sind, etc. Ganz wichtig, die Motivation. Und wenn ich diese Motivation lebe, brauche ich Empathie dafür. Gut. Und dann brauchen wir natürlich soziale Kompetenz. Alles das sind wichtige Faktoren in der emotionalen Intelligenz. Genau. Und jetzt haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Es geht auch hierbei immer wieder darum, dass wir die Dinge, die wir tun, bewusst tun. Das ist der Grad des bewussten Umgangs mit den Emotionen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn wir auch uns auch der Intuition widmen. Wenn wir die Intuition nicht bewusst wahrnehmen, nützt die uns nichts. Dann ist ein automatischer Reflex, man könnte auch sagen, ein Affekt, eine Affektreaktion. Und wenn wir die Intuition schulen wollen, müssen wir zuerst Bewusstsein haben.
Deswegen erzähle ich euch das jetzt hier mal so mit diesem ganzen Konstrukt, was dahinter steht, warum das so wichtig ist. Ihr braucht es auch, damit der Verstand sagt, okay, aha, ja, alles klar, ich habe genügend Möglichkeiten, das zu verstehen, ich habe genügend Argumente zu sagen, ja, ich brauche diesen Gegenspieler, ich brauche das, damit es ein gutes Gleichgewicht gibt. Und das ist der ganze Witz. Wenn wir beides im Gleichgewicht haben, dann wirkt es auch gemeinsam. Dann gibt es nicht, das eine ist höher, das andere ist weniger wert. Es ist nur leider so, dass wir in unserer Gesellschaft extrem verstandesorientiert sind. Das heißt, rationales Entscheiden wird immer wieder höher bewertet als die einfache, ich hatte so eine Intuition. Hallo, das sag mal deinem Chef. Ich hatte so eine Intuition. Ich mache das heute nicht. Ja, ich bin ein Mensch, der sich total auf seine Intuition verlässt, auch in beruflichen Themen. Wenn ich das Gefühl habe, da, irgendwas stimmt hier nicht, dann tue ich es nicht. Manchmal zeigt sich, wenn ich auch manche Dinge einfach ein bisschen auf die lange Bank schiebe, nach 1, 2, 3 Wochen oder Monaten, ach, deswegen hast du das nicht gemacht. Meine Intuition war gut. Ich konnte mich drauf verlassen und die Erklärung dafür finden wir oft erst hinterher. Wir brauchen eine Balance. Wir brauchen Kopf an und Bauch an. Wir sollen nicht den Kopf ausschalten, überhaupt nicht. Das ist ja leider oft in sehr vielen, gerade in spirituellen Kontexten wird das häufig so gesagt, du musst deine Intuition und dein Herz öffnen und all das, aber nicht ohne den Verstand. Und das ganze Intellektuelle, was wir haben, das, was uns zum Menschen macht, zur Seite zu schieben, das darf nicht sein. Wir brauchen wirklich hier die Balance, den Ausgleich und das, was uns dann wirklich ganzheitlich durchs Leben gehen lässt. Vor allen Dingen für Entscheidungen, ne? Ist klar. Wenn die Entscheidungen auf Grundlage von Fakten und Intuition getroffen werden, dann sind sie sehr viel stabiler als nur eine Entscheidung. Die Intuition ist etwas, was hier Libet, ich habe es eben schon gesagt, in 1985 sehr, sehr schön nachgewiesen hat, dass etwas lange, lange bevor es in Aktion tritt, lange bevor es in Aktion tritt, bereits als Entscheidung im Gehirn vollzogen wurde. Es gibt dieses Finger-Experiment, ihr könnt es gerne mal nachlesen, gibt es einen Wikipedia-Eintrag. Das heißt, ich entscheide, ich mache den Finger runter, aber lange davor, konnte man das bereits nachweisen und messen, dass im Gehirn, und zwar 300 Millisekunden vor der Entscheidung, dass das Gehirn die Entscheidung vorbereitet. Und das ist etwas, was überhaupt nicht mit dem rationalen Verstand und mit Argumenten machbar ist, weil der Verstand an der Stelle viel zu langsam ist. Der ist viel zu langsam. Bis ich mir ein Argument gedacht habe, sind die 300 Millisekunden längst vorbei. Längst. Ja. So. Das haben wir schon, das überspringe ich jetzt mal. Das ist wieder so ein Unternehmenskontext. Ganz schön, ganz toll. Ich find diesen Satz von Paul Valéry so schön. Intuition ohne Intellekt ist ein Unglück. Man kann auch, wenn man sich immer nur auf die Intuition verlässt, in eine Schieflage geraten. Es geht in beide Richtungen. Man darf nicht sagen, ich schalte den Verstand aus, aber genauso wenig darf ich die Intuition ausschalten. Wir brauchen das für schnelle und gute Entscheidungen im Leben. So, das ist das Buch, von dem ich gesprochen habe, nämlich Kopf aus, Bauch an, die Balance zwischen Intuition und Verstand finden. Man kann sie veredeln, man Da war ich kurz weg. Könnt ihr mich jetzt wieder alle sehen? Bin ich wieder da für euch? Ja, gut. Es war jetzt auch ein wunderbarer Break, nämlich am Ende der Präsentation. Da gibt es noch eine Buchempfehlung.
Da ist auch das Buch von Gerd Gigerenzer drin, ne? Bauchentscheidung, Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition, ein paar andere Bücher und auch ein Link zu den Gruppen, wenn ihr euch zu diesen Themen austauschen möchtet. Gut. Ich habe schon einiges geschrieben. Schaue ich mal, was ihr denn da schon geschrieben habt. Ein toller, ein, ja, das ist ein super toller Hinweis, Sarah, sehr schön. Es gibt ein tolles Interview bei Sternstunde Philosophie mit Martha Nussbaum, die den Gefühlen in der Politik einen unheimlichen Wert gibt. Ja, ich meine, ich hätte auch einen TED-Talk dazu schon gesehen. Ihr könnt euch das mal einfach auf der Website, könnt ihr den Suchbegriff eingeben, TED-Talk, ich glaube, das ist TED.com. Ja. Gerechtigkeit braucht Liebe. Schön. Sehr schön. Merci beaucoup. Gut, was haben wir denn für Fragen? Ja, wichtigste Frage. Wie kann ich denn meine Intuition schulen? Wie kann ich denn das Ganze trainieren? Das ist relativ einfach. Ihr kennt sicher Menschen, die sagen, oh, ich habe so eine tolle Intuition und ich bin sehr, sehr stark intuitiv ausgebildet und ich habe da so super Fähigkeiten. Ich sage dann immer oder frage dann gerne, was, wie hast du das überprüft? Ja, wie überprüft? Naja, ist ganz einfach. Wir können unsere Intuition als allererstes mal beobachten. Beobachten und dann schauen, wie oft hat sie gestimmt und wie oft hat sie daneben gelegen. Ganz einfach, du schreibst jeden Abend Tagebuch, ein Intuitionstagebuch. In diesem Intuitionstagebuch schreibst du auf, was hast du an Wahrnehmungen gehabt im Laufe des Tages, wo hast du Entscheidungen getroffen aufgrund von Intuition und schaust dann im Nachhinein, was hat sich bewahrheitet. Also zum Beispiel, du hattest das Gefühl, ich fahre heute mal besser nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Auto, weil ich glaube, das regnet. Da ist noch keine einzige Wolke am Himmel. Du hast auch keinen Wetterbericht gesehen. Aber das ist so ein Gefühl, es ist so wie eine Intuition. Und es zeigt sich hinterher tatsächlich eine halbe Stunde später, kam ein Gewitter, was sich gewaschen hat. Und du wärst, wenn du mit dem Fahrrad gefahren wärst, klitschenass geworden. Ein Punkt für die Intuition. Oder du kannst auch so ganz einfache Übungen einstreuen in deinen Alltag. Du fragst dich zum Beispiel, was glaubst du, liebe Intuition in mir, wird mir heute als allererstes ein Mann oder eine Frau im Büro begegnen? Spürst in dich hinein, egal wo deine Intuition angesiedelt ist, wie auch immer das ist, ob das ein Gedanke ist, ein Gefühl ist, ein Bild ist, ganz egal, und du denkst, ach, es ist ein Mann. Okay, schreib es auf und dann, es hat gestimmt, es war ein Mann oder nein, war es doch nicht. Und auf diese Art und Weise passiert erstmal Folgendes. Dein ganzer Fokus richtet sich aus auf Intuition. Intuitive Wahrnehmung, auf Hineinspüren. Und was passiert, wenn ich einen Fokus auf etwas lege, ist ganz einfach. Das ist das Gleiche, wie wenn ich sage, denk mal nicht an einen rosa Elefanten. Ihr habt wahrscheinlich alle jetzt gerade einen rosa Elefanten im Kopf. Und so ist das, wenn ich mich mit der Intuition beschäftige und sage, ah, ich will dich stärken, ich will dich verbessern, ich will dich veredeln, ich will dich polieren. Dann gehst du einfach hin und hast deswegen ein wie so ein, das ist wie ein Kanal geöffnet. Und dadurch lädst du die Intuition ein, noch klarer zu werden. Und du lernst auch die Sprache der Intuition sehr viel besser erkennen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten noch, diese Intuition zu veredeln, aber erstmal musst du die Bestandsaufnahme machen, damit du einfach weißt, wie oft ist denn das tatsächlich, dass meine Intuition gut ist. Und dann als nächster Schritt gehst du natürlich hin und sagst, aha, die Intuition, die sich auf die und die Art geäußert hat, ist zuverlässiger als eine andere Art. Oder es gab Umgebungsbedingungen, die für deine Intuition sehr gut waren. Oder weniger gut. Auch das hilft dann dabei, die Intuition noch zu verbessern. Das Schöne ist, wenn man dann über diese Bestandsaufnahme mit dem Intuitionstagebuch
merkt, ach, guck mal hier, jetzt wird sie auch noch immer besser. Mach das mal ein halbes Jahr. Haha, da passiert wirklich was, ja. Du merkst vielleicht, hast 4 Wochen lang noch relativ oft daneben gelegen und dann wird es immer mehr und du merkst, der Trainingseffekt setzt ein. Und das Schöne ist, dann wächst auch dein Vertrauen. Du vertraust deiner intuitiven Wahrnehmung sehr viel mehr. Und dann kannst du auch einfach diese spontanen Entscheidungen fällen, wenn du, sorry, wenn du merkst, aha, das ist die Stimme meiner Intuition. Manche haben auch wirklich dieses Bauchgefühl, das heißt ja nicht umsonst so. Das liegt auch daran, dass natürlich im Darm, im Bauchbereich, unglaublich viele Nervenzellen sitzen, die ebenso ihre Signale ans Gehirn senden. Und wir kennen das alle, dieses komische Gefühl im Magen. Irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist unrund. Die Sprache sagt es ja. Ne? Dieses Magenkrummeln, das Bauchkrummeln, auch das kann eine Ausdrucksform der Intuition sein. So, ich schaue nochmal bei euch rein. Was habt ihr noch geschrieben? Eine Frage. Intuitive Weisheit oder Übertragung. Ich habe das starke innere Gefühl, eine besondere Bindung zu einer Person zu haben, die sich nicht erklären lässt und sehr ungewöhnlich ist. Nun frage ich mich, wie man zum Beispiel den dynamischen Charakter einer Übertragung von einem intuitiven Gefühl unterscheiden kann. Also erstens ist es so, dass Intuition im Bezug zu Menschen, mit denen man eine starke Verbindung hat, ebenfalls sehr viel stärker ist. Ihr kennt das alle. Ihr denkt an euren Liebsten, toing, das Telefon klingelt. Oder ihr denkt, ah, ich habe schon 2 Wochen nicht mehr mit meiner Mutter gesprochen, mit meinem Vater gesprochen, mit meinem Bruder gesprochen. Und dann auf einmal meldet er sich. Oder du denkst, ach, guck mal, was haben wir da zum Beispiel? Ah ja, zum Beispiel bestimmte Nahrungsmittel, ja. Das würde mir jetzt gut tun. Und du nimmst es zu dir und hast das Gefühl, ja, das war genau das Richtige, das gibt mir Kraft. Alles das sind Äußerungen der Intuition. Und wir können auch lernen, immer mehr da hineinzugehen. Wenn du das Gefühl hast, bist du mit einer Person intensiv verbunden, dann spürst du einerseits, was deine eigene Wahrnehmung ist, aber unter Umständen auch die Wahrnehmung des anderen. Und gerade hierbei, zu deiner Frage, ja, hilft dir dieses Intuitionstagebuch sehr, weil du dich dann wirklich fragen kannst, ist es eine Intuition, was jetzt meine eigene ist, oder ist es etwas, was du von dem anderen Menschen spürst? Wenn du ganz sicher sein willst, dann machst du einige mentale Übungen, die dich dabei unterstützen, dich abzugrenzen und auch abzuschotten. Also du kannst es abschotten lernen mit mentalen Übungen, die habe ich im, warte mal, der Blogbeitrag heißt Mentale Übungen bei Hochsensibilität. Gedient da der Reizüberflutung, ist aber natürlich auch für alle anderen Dinge wirklich genauso wichtig. Ich muss mal eben hier das Gepiepe ausmachen. Piep, piep, piep. Ja, jetzt. So. Hilft dir das schon mal weiter? Lass mich gucken. Stark in eine besondere Bindung. Übrigens, das ist voll okay, wenn du sagst, ich kann mir das nicht erklären, dann gibt es unter Umständen diese Bindung ohne Erklärung. Das kann ja einfach sein, du fühlst dich hingezogen. Es kann ja auch sein, dass du eine intensive Freundesbeziehung zu diesen Menschen hast. Oder du hast das Gefühl, es gibt so eine Seelenverbindung. Auch die hat oftmals gar keinen Grund. Du kannst auch sagen, ich bin überhaupt nicht verliebt. Verliebtheit könnte es ja auch sein. Aber ich habe so eine ganz starke Beziehung zu diesen Menschen. Es ist manchmal gar nicht nützlich, wenn wir versuchen, das mit dem Verstand zu erklären. Wirklich. Vielleicht könntest du es einfach annehmen als eine wunderschöne Verbindung und sagen, es ist halt so. Und die Erklärung dafür mal hinten anstellen. Die Frage ist, wofür ist diese Erklärung für dich wichtig? Wofür brauchst du das? Eine Seelenverbindung. Ja, eine Seelenverbindung. Ja, das gibt es ja wirklich zu Menschen, man hat diese Verbindung, egal wie oft man ihn sieht.
Oder wenn man den noch gar nicht gut kennt und lernst einen neuen Menschen kennen, völlig neu, ja? Der ist dir noch nie über den Weg gelaufen. Und hast das Gefühl sofort, im ersten Moment, du kennst den schon lange. Und es ist eine ganz besondere tiefe Beziehung da. Und es gibt auch ein wortloses Verstehen. Und es ist manchmal sogar gar nicht nötig, dass der andere das gleiche Gefühl hat. Ist gar nicht notwendig, sondern es ist eine Erinnerung, wie eine Erinnerung, die in dir ist, die etwas in dem anderen erkennt und das geht in Resonanz. Und dann braucht es keine Erklärung. Manchmal ist es einfach so, dass da funkt dann wieder der Teil des Verstandes rein, der da über der Wasseroberfläche ist vom Eisbergmodell. Der braucht einfach Gründe. Der hätte gerne ein Warum. Wie kommt denn das? Wie kann denn das sein? Ja. Das ist so ein typisches Ding, wo wir uns einfach mal hinsetzen können und sagen, brauche ich nicht zu wissen. Übrigens, man kann es auch oft gar nicht wissen. Ihr kennt sicherlich diesen Satz, ich kann das einfach nicht verstehen. Wenn ihr an das Eisbergmodell denkt, dann wisst ihr, wie absurd dieser Satz ist. Weil Verstand ist das oben drüber. Das, was unten drunter ist, ist genauso wirksam. Und das kann man nicht mit diesem kleinen bisschen oben verstehen. Verstand ist, etwas verstehen zu wollen, schon gar einen anderen Menschen in der Interaktion. Das ist vollkommen überflüssig, sie auch das nur zu versuchen. Du brauchst einen Menschen auch nicht zu verstehen. Du brauchst nur eine Verbindung mit ihm, um dann in Kommunikation zu treten und dann immer wieder ganz offen im Dialog abzuklären, wie es ihm geht, wie es ihm, was er braucht, welche Bedürfnisse hat er und auch um deine eigenen Bedürfnisse darzulegen. Dazu braucht es diesen Verstand nicht. Das geht da unten. Das geht unter der Oberfläche. Dafür kannst du deine Intuition nutzen. Okay? So. Dann hat man noch die Frage, wie kann ich meine Intuition im Beruf nutzen? Jetzt weiß ich nicht, welchen Beruf du hast, aber es ist völlig klar, immer dann, wenn du einen menschenbegleitenden Beruf hast, also mit Menschen arbeitest, egal wie, ob du sie berätst, ob du Erzieherin bist, Lehrer, Pfarrer, was gibt es noch? Auch natürlich Führungskraft, ja, und musst Mitarbeiter führen. Dann ist diese Intuition einfach für dich eine Grundlage deiner Entscheidungen. Auch hierbei, bitte, wieder das Intuitionstagebuch. Es ist richtig langweilig, dass ich mich da so gerne wiederhole. Schau, was sagt dir deine Intuition? Und dann triff auch Entscheidungen innerhalb des Unternehmens in Absprache, sage ich jetzt mal, in Absprache mit deiner Intuition. Also gönne dir, bevor du Entscheidungen triffst, so einen Moment des Innehaltens. Das ist das Innehalten, mal einen Moment Pause machen. Wenn das in der Situation gerade nicht geht, dann such dir Möglichkeiten, mal aus der Situation rauszugehen. Ich sage mal Toilettenpause, das geht immer. Also ein bisschen räumliche und zeitliche Distanz kurz wirken lassen. Schauen, wie du dich an diese besondere Ausdrucksweise deiner Intuition anknüpfen kannst. Also wie kannst du die Verbindung herstellen zu dieser Sprache in dir? Muss sie vorher natürlich schon mal kennengelernt haben, sonst geht das nicht, ja. Und dann fragst du dich selbst, okay, was ist denn das, was jetzt gerade richtig ist? Welche Entscheidung ist in die oder in die oder in die Richtung, die jetzt hilfreich und nützlich ist? Und dann wirst du mit der Zeit auch merken, dass du dieser Intuition auch hier immer mehr vertrauen kannst. Ich nenne das das Erfahrungsvertrauen. Das ist das Vertrauen, das aufgrund von bisherigen Erfahrungen wächst. Das Gegenteil von Urvertrauen. Das ist einfach da, ob du einen Grund dafür hast oder nicht. Aber das Erfahrungsvertrauen ist etwas, was sich aufbaut durch immer neue Wiederholungen. Hilft dir das schon mal weiter mit den beruflichen Entscheidungen oder kannst du die Frage noch präzisieren? Ah, zum Beispiel, ja, welche Stelle annehmen oder welche Stelle nicht oder kündigen oder nicht. Da brauchst du wirklich beides, wirklich beides. Also hingehen und fragen deine Intuition, was ist es, was sie möchte? Und den Verstand parallel dazu einsetzen und sagen, was ist das, was der Verstand sagt? Und dann schau, wir haben vorhin das Bild gehabt, wo sich die Verstand und Intuition die Hand geben, ne? Wo können die miteinander gut sein und du hast das Gefühl, da ist kein Kampf,
muss auch nichts aufgeben. Weder der Verstand muss aufgeben, noch die Intuition muss aufgeben. Also keine faulen Kompromisse. Also wo kannst du wirklich Shake Hands zwischen Verstand und Intuition machen? Und dann kannst du sagen, okay, ich wechsle oder ich nehme die Stelle an, ich nehme sie nicht an. Und ihr kennt das sicher alle, dass ihr oft, solange ihr eurer Intuition noch nicht vertrauen gelernt habt, sie übergangen habt, habt sie überhört oder habt den Verstand lauter werden lassen. Mir fallen auch so Sachen ein. Oh. Also zum Beispiel, ich hatte mal eine ganz sofortige, so eine Zehntelsekunde Intuition, als ich einen Menschen kennengelernt habe. Also ein negatives Gefühl. Und dennoch habe ich überhaupt nicht drauf gehört. Ich hab das einfach wie ausgeblendet. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung. Der Verstand war einfach, komm, wird schon nicht so sein. Also schlicht und einfach überhört. Tot, tot. Einfach, ne? Und es war richtig, 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 richtig großer Fehler. Richtig großer Fehler. Aber das passiert. Und wir lernen dann auch aus solchen Fehlern, wenn wir diese Intuition überhört haben. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, ja. Ich sehe schon, ihr schreibt und schreibt und schreibt. Moment, Moment, Moment. Ja, natürlich ist es etwas, was bei Liebesentscheidungen genau das Gleiche ist. Ne? Auch das ist ja schön belegt. Wir wissen innerhalb von wenigen Sekunden, dieser Mensch ist potenziell ein Partner oder nicht. Und das ist nichts, was du weißt ja noch nicht, das ist ein Sehen, das ist Körpersprache. Im besten Fall noch, wenn du nah genug dran bist, ist es ein gutes Riechen. Ja? Du weißt dann immer noch nicht, was dieser Mensch zum Beispiel beruflich macht oder wie seine soziale Herkunft ist oder der Kontext, in dem er lebt, arbeitet etc. Weißt du alles gar nicht. Ja? Aber du weißt ganz genau, ach, spannender Mensch. Ne? Genau so schnell geht das. Oder du sagst, so wie ich damals, ja. Also so wirklich so, oh, und dann weißt du, eher mit Distanz und eher ein bisschen vorsichtig oder kennenlernen wollen und vertiefen. Gerade bei partnerschaftlichen Themen ist die Intuition super, super gut, weil wenn du sie da benutzen, brauchst du gar nicht so viel Verstand. Du kannst dich da noch mehr drauf verlassen. Gerade als hochsensibler, als empathischer Mensch, als sensitiver Mensch, der fühlt, was in anderen Menschen passiert, wie eine Situation ist, da kannst du die Stimme der Intuition immer weiter veredeln, wenn du das auch wiederum als Übung benutzt, um herauszufinden, wann habe ich gute Entscheidungen. Du kannst auch übrigens einfach mal Biografiearbeit machen, ja? Auch das ist hilfreich. Schreib dir in deinem Leben rückblickend auf, wo hatte ich das? Also ich hab gerade ein Beispiel genannt. Das ist viele Jahre her. Aber von der Sorte habe ich noch eine ganze Menge andere Dinge. Habe ich noch ein Beispiel? Intuition. Ja, natürlich auch beruflich. Natürlich auch beruflich. Das kennen wir alle. Wir wissen zum Beispiel, also ich hatte mal die Notwendigkeit, ein Seminarhaus zu suchen. Ich hatte sofort ein Ding-Dong, ja, bei einem bestimmten Seminarhaus, das ich heute auch habe. Ich habe mir aber auch andere Seminarhäuser angeschaut und dann ist es so, du kannst jetzt nicht sagen, ja, der Raum ist aber so, das Licht ist so und das Essen ist so, die Zimmer sind so und du kannst natürlich alles machen, verstandesmäßig. Für mich war aber wichtig, wie ich komme in das Haus rein, in das Haus, noch gar nicht mal einzelne Seminarräume und habe ein Gefühl von, ach, das ist schön hier. Oder, nee, ich glaube nicht. Manchmal habe ich dann, finde ich, hinterher Gründe. Also zum Beispiel, da hat es komisch gerochen. Also ich glaube, der Teppichboden war irgendwie geklebt. Oder der Raum war mir zu dunkel. Oder die Stühle haben gequietscht. So, also hinterher findet der Verstand dann Begründungen. Ja? Aber das sind so Sachen, wo du wirklich gut aus dem Bauchgefühl heraus deine Entscheidungen treffen kannst. Das sind zum Beispiel berufliche Dinge. Was gibt es noch? Ihr kennt alle solche Beispiele. Das ist wirklich etwas, wo wir hingehen können und sagen, ich mache eine Bestandsaufnahme, ich schaue in meinem Leben, wo habe ich ganz klare Signale gehabt. Ganz klare Signale. Und wie ist es dann später ausgegangen? Macht mal diese Bestandsaufnahme. Muss ja nicht gleich ein Tagebuch sein. Könnt ihr mal ein Zettelchen nehmen. Also jeder, der ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, der wird da schon so ein, zwei Seiten voll kriegen. Und dann
gehst du als nächsten Schritt hin und suchst dir einen Begriff für die Art deiner Intuition. Ist es die innere Stimme? Ist es die innere Weisheit? Ist es eine spezielle Art von Denken? Was auch immer. Es können ja ganz unterschiedliche Sachen sein. Also, dass du lernst, diese Stimme noch mehr in dein Leben zu holen, dafür brauchst du diesen Namen dafür. Also, wie heißt diese Stimme? Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich muss mal meinen Schutzengel fragen. Auch das ist eine Möglichkeit. Ob du deine Intuition Engel nennst oder Bauchgefühl oder innere Weisheit, ist ganz egal. Ja. Sehr schönes Beispiel. Oh, die Wohnungssuche. Können Moni und ich können da auch Geschichten erzählen. Also Wohnungssuche ist wirklich. Und übrigens, das haben wir von unserer Mutter. Ich werde das nie vergessen, Moni, du kannst dich noch erinnern. Du suchtest eine Wohnung und meine Mutter oder unsere Mutter geht in Mainz durch eine Straße und guckt so, guckt so und guckt so. Guckt sich ein Haus an und sagt, ach, da oben, das wäre ganz schön. Guckt genauer hin, sieht. Ach, da sind ja gar keine Gardinen. Geht in das Haus unten rein, da war ein Lampengeschäft drin und sagt, ich hätte gerne eine Wohnung für meine Tochter. Ja, da oben, die können Sie haben. Dann ist Moni eingezogen und kurze Zeit später bin ich in die Nachbarwohnung gezogen und wir haben tatsächlich Wand an Wand gewohnt und Wand an Wand heißt, da war mein Bett, da war ihr Bett, dazwischen war die Mauer. Manchmal haben wir nachts angeklopft und haben gesagt, hey, du bist ja wach, mach mal einen Tee, ich komme rüber. Ja, solche Geschichten, ja. Wohnungssuche, ah, das kenne ich. Also das kenne ich ja sowas von. Oh. Ja, super Beispiel, Wohnungssuche. Gleich reinspüren. Fühle ich mich hier wohl? Hat meine Intuition gesagt, yes oder ja. Und dann brauchst du auch keine Gründe mehr finden. Wirklich nicht. Ich habe meine Wohnung gefunden, habe ich nach 20 Sekunden einer Maklerin ja gesagt. 20 Sekunden. Sie sagt, nee, das machen Sie doch nicht. Sag ich doch, 20 Sekunden. Ich hatte noch gar nicht alles gesehen. Es war das Licht. Es war das Licht da, ein bodentiefe Fenster. Es war auch sonniger Tag. Und es war alles leer und es war klar, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich jetzt dran denke. Meine wunderschöne, wunderschöne Wohnung hat mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Ja. Ja, Wohnungssuche. Also es gibt endlos Beispiele. Es gibt Leute, die suchen auch nach Intuition ihr Auto aus. Warum nicht? Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wofür du sie, also es gibt doch nichts, wo du sie nicht einsetzen kannst. Du musst jetzt nicht unbedingt deine Intuition befragen, soll ich jetzt ein Brötchen essen oder ein Brot? Oder esse ich heute eine Tomate oder eine Gurke? Das reicht, wenn du in deinen Bauch hineinfühlst, was tut deinem Körper gut, ja? Ist völlig egal. So, haben wir noch Fragen von euch? Ich habe gemerkt, dass ich schon einiges jetzt beantwortet habe. Noch Fragen, ihr Lieben? Ich scroll noch mal hoch. Schreibt rein, wenn ihr noch was von mir persönlich wissen möchtet zu intuitiven Erfahrungen oder Entscheidungen. Ich bin mir unsicher über meine Intuition. Das ist was, was wirklich mit der Zeit wächst, wenn du den Fokus darauf legst. Also je mehr du dich mit dieser Intuition beschäftigst, umso stärker, umso besser wird sie. Völlig klar. Das ist eben dieser Muskeleffekt, ja. Ich nenne diesen Muskeleffekt. Übrigens ist es ganz spannend, da gibt es auch einen Versuch, hat jetzt nichts unmittelbar mit Intuition, sondern mit mentalen Fähigkeiten zu tun. Und die Tatsache, dass wir uns jetzt hier im Webinar mit Intuition beschäftigen und wie ich die Intuition schulen kann und wie ich sie verbessern kann und welche Übungen man machen kann. Das bringt natürlich den Fokus darauf und das ist so wie ein mentales Training. Und es gibt eine schöne Untersuchung zu einem mentalen Prozess, der folgendermaßen geht. Es war ein Versuch der Universität Ohio, was glaube ich. Die haben 3000 Menschen gefragt, nein, gemessen, welche Kraft sie hier im Zeigefinger haben. Das kannst du ja messen, ne? Du machst einfach ein Gewicht dran. Welche Kraft hat dieser Zeigefingermuskel? Dann wurde die eine Hälfte dieser Untersuchungsteilnehmer gebeten, 4 Wochen lang täglich 15 Minuten diese Übung zu machen. 15 Minuten, doing, 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 15 Minuten, 4 Wochen lang täglich. Nach 4 Wochen wurde gemessen, wie stark sich die Kraft des Zeigefingermuskels verändert hat. Und es zeigte sich, dass die durchschnittliche Verbesserung der Muskelkraft 57% war. 57% bessere, stärkere Zeigefingermuskeln durch tägliches Training von 15 Minuten.
Die Vergleichsgruppe, genauso stark, hatte die Aufgabe, diese Übung auch zu machen. Aber nur mental. Das heißt, die haben auch 15 Minuten am Tag, 4 Wochen lang, die Übung gemacht, aber nur vorgestellt. Runter rauf, 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 15 Minuten lang. Ja, macht die Augen zu und doink, 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 15 Minuten lang. Und dann auch wieder nach 4 Wochen gemessen und siehe da, über 30% Muskelkraftsteigerung nur durch die mentale Übung. Nichts anderes. Das gleiche machen wir hier auch. Das ist genau das, was wir hier tun. Wir legen den Fokus auf die Intuition mit dem Tagebuch, mit den Übungen, mit der ja, Beweiskraft dessen, was deine Intuition dir schon gesagt hat. Und dadurch, allein dadurch, wird sie mehr. Allein dadurch. Und wenn du dann auch lernst, diese Stimme zu hören, zu verfeinern, dann wirst du immer mehr und immer kräftiger in dieser intuitiven Kraft sein. Und dann hast du natürlich einen tollen Kontrapart zu dem Verstand, der ja bei den allermeisten Menschen hier bei uns in Deutschland doch recht gut ausgeprägt ist im Verhältnis zum Beispiel zu anderen Kulturen, wo die Intuition, das Fühlen, doch einen anderen Stellenwert hat. Gut. Ich schaue nochmal nach Fragen. Kann man das Webinar später? Ja, könnt ihr später anschauen. Also wenn das morgen verarbeitet ist bei EduDip, dann machen wir einen Upload zum YouTube-Kanal und dann hast du die Möglichkeit, es nochmal anzuschauen. Okay? Unter Online-Seminare. Rubrik heißt Online-Seminare, YouTube-Kanal von der Open Mind Akademie heißt Open Mind Kanal. Ne? Oh, die Moni hat den Link schon. Ja, genau. Und die Präsentation könnt ihr natürlich auch noch downloaden. Genuss und Intuition, ob das Genießen wohl durch das Hinhören bzw. Hören auf ein intuitives Gefühl intensiver sein kann, weil es unmittelbarer ist. Ja, genau. Ich habe gerade über Genuss geschrieben. Es ist genau das. Es ist ja praktisch, wenn du genießt, gibst du dich der sinnlichen Wahrnehmung hin. Genuss hat immer was mit Sinnlichkeit zu tun, weil alle Sinne sehen, hören, riechen, schmecken, spüren oder eben der sechste, siebte Sinn, die Intuition, sind beteiligt am Genuss. Wenn du Genuss in dein Leben einlädst, also wirklich, was auch immer es ist, es kann die Umgebung sein, es können Nahrungsmittel sein, es können Getränke sein, es kann Stille sein, es kann Zeit mit deinem Partner oder Partnerin sein. Ganz egal, ja. Wenn du dich dem Genuss öffnest, öffnest du dich automatisch der Intuition. Ganz klar, weil es eben ein sinnliches Wahrnehmen ist. Und natürlich, klar, es ist unmittelbarer, ne? Das ist zack, bumm, spürst du etwas. Ah, tut gut. Ja. Schöne Frage, ja, danke. So, ich glaube, ich habe alle Fragen beantwortet. Haben wir noch was? Moni, habe ich eine Frage übersehen? Vielleicht, du hast ja einen besseren Überblick gehabt. Ich habe ja nicht alles gesehen. Alles gut? Gut, sehr schön. Perfekt. Gut, die Fragen, die ich vorab bekommen habe, habe ich auch. Das heißt, wir sind für dieses Webinar heute am Ende. Kleine Ankündigung noch, es wird demnächst einen Kurs geben, einen Online-Kurs zur Schulung der Intuition mit sehr vielen Übungen, sehr viele ganz praktische, umsetzbare Möglichkeiten. Dieser Intuitionskurs wird 4 Teile haben, über 4 Wochen gehen, mit Video, mit Unterlagen, mit Workbook. Und wenn du Lust hast, dann melde dich bei uns beim Newsletter an. Weil im Newsletter zeige ich dann auch, wann der Kurs frei ist. Ich habe die schriftlichen Unterlagen sind alle fertig, die Videos habe ich noch nicht gemacht. Ja, das mache ich noch demnächst und dann könnt ihr informiert werden, wann der Kurs freigeschaltet wird. Okay? Ah, Moni hat schon wieder den Link dafür. Ah, nochmal eine Frage. Wo unter Facebook finde ich Gleichgesinnte? Das ist auch noch eine schöne Frage. Bei Facebook gibt es die Open Mind People Gruppe. Das ist eine Gruppe, die wir gegründet haben für unsere Seminarteilnehmer, Kursteilnehmer, Buchleser, Trainees in der Ausbildung zum Open Mind Coach, meine Klienten etc. Die Moni hat den Link sicher gleich da.
Ja, und da gibt es natürlich auch sehr viele Menschen, die intuitiv sind, oh, sehr sensibel sind, sehr empathisch sind, sehr sensitiv sind. Und da kannst du auch natürlich Fragen stellen. Gibt auch in der Gruppe sehr viele Informationen und Moni sammelt da immer wieder Links oder super schöne Artikel, Videos, Hinweise. Wenn du dich also mit diesen Themen von uns in der Open Mind Akademie intensiver beschäftigen möchtest, bist du da genau richtig. Okay. Wenn ihr auf den Link jetzt klickt, dann könnt ihr euch da noch vertiefen. Ja, nochmal, die Präsentation ist bei EduDip unter Dokumente zum Runterladen. Intuition.pdf. Ne, EduDip zum Webinar einfach einloggen und dann Dokumente. Da findest du sie. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Lasst eure Intuition sprechen und nehmt sie auch mal mit in Schlaf. Wirklich, nehmt sie mit in Schlaf. Das heißt, ladet eure Intuition ein, euch im Traum Hinweise zu geben. Bei mir funktioniert das extrem gut. Extrem gut. Also ich habe ganze Kapitel meines Buches geträumt. Also tatsächlich, wo ich wach wurde, ah, und dann muss ich gleich aufschreiben, was ich nicht vergessen soll, weil eine Minute später ist das schon weg. Also macht ein kleines Traumtagebuch. Das schärft die Intuition. Alles Liebe. Bye bye, eure Anne.